ごとごとごとと一刻ばしで待てばよいてごと母ごとごとごとと一刻ばしで待てばよー迷子になったらどこで待つ てて ごと母ごどこで待つ てて ごと母ごとごとごとと一刻ばしで待てばよい てて ごと母ごとごとごとと一刻ばしで待てばよい母子がいなけりゃどこで待つててごだけならどこで待つごとごと回る歯車待たずに乗って行けばよい Auf dem Weg in die Stadt Sakura in Shimofusa nimmt man von Edo kommend die Hauptstraße rechts von Edo, überquert die Flüsse Arakawa und Edogawa und geht dann durch Funabashi hindurch zum Imba-Teich. Diesen Weg nimmt man auch heute noch, genau wie früher. Hey du, das ist eine Beleidigung. Hörst du? Da mitten vor der Sänfte. Verzieh dich, schnell! Aikawa, wieso schreist du ihn so an? Er ist doch noch ein kleines Kind. Das ist eine Frechheit. Ach was, ein Kind kann zwischen falsch und richtig noch gar nicht unterscheiden. Wenn er mal muss, dann muss er nun mal. Vati! Verzeiht meinem Sohn. Das ist doch das Schwert eines Henkers. Ich bitte, verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin der Landesinspektor. Mein Name ist Ichibe Ando. Ich erkenne euch wieder. Ihr seid der ehemalige Henker im Auftrag der Regierung Ito Ogami. Nun gut, dann frage ich euch Herren, was ihr von mir wollt. Hört zu, ich muss euch Folgendes erzählen. Der Landesfürst von Shimo-Osa Sakura, Masanobu Hota, ist von seinem Land enteignet und beim Burgherrn von Shinchu-Ida, Wakisaka-Ida, unter Arrest gestellt worden. Herr Hota, sagt ihr? So ist es. Ich werde euch auch erzählen, wie alles begonnen hat. Die Mitglieder des Ältestenrates hatten sich korrupterweise mit reichen Kaufleuten zusammengetan. Fürst Hota konnte das nicht länger mit ansehen. Darum hat er sich mit einer heftigen Klageschrift an die Regierung gewandt. Seine Klageschrift wurde jedoch umgehend zu den Akten gelegt. Stattdessen haben die Mitglieder des Ältestenrates erklärt, dass Fürst Hota in nicht zurechnungsfähigem Zustand sei, genauer gesagt ihn für verrückt erklärt. Aber Herr Hota ist natürlich nicht verrückt, sogar ganz im Gegenteil. Er wird selbstverständlich weiterhin Klageschriften verfassen und die korrupte Politik des Ältestenrates an den Pranger stellen, solange er lebt. Deshalb können die Mitglieder des Ältestenrates es nicht auf sich beruhen lassen. Sie haben Killer aus dem Yagyu-Clan auf ihn angesetzt. Sie werden kommen und im Namen der Mitglieder des Ältestenrates eine gnadenlose Jagd auf den unschuldigen Fürsten Hota veranstalten. Nun, Herr Ogami, ich bitte euch dringend. Versteht unser Anliegen an euch und erfüllt unseren großen Wunsch. Ihr erwartet, dass ich die Yagyu-Leute für euch töte.
Ihr tut das sicher, weil ihr genau Bescheid wisst? Über den Konflikt zwischen mir und dem Clan der Yagyu-Leute. Ja, das furchtbare Geschehen ist ungefähr vor 3 Jahren passiert. Die damalige Regierung hatte, um die Landesfürsten zu kontrollieren, eine äußerst harte Haltung eingenommen. Zur Befestigung ihrer Schreckensherrschaft wurden 3 Organisationen ausgebaut. Die erste war der Geheimdienst, der Gründe dafür ausspionieren sollte, die Landesfürsten zu entmachten. Die zweite war die Killerorganisation der Yagyu, die dazu diente, unliebsame Landesfürsten oder wichtige Personen zu beseitigen. Zum dritten gab es einen Henker, der die Fürsten, die zum Tode verurteilt waren, enthauptete. Der Henker im Auftrag der Regierung, Herr Ito Ogami, ist erschienen. Die Aufgabe des Henkers wurde in der Familie Ogami von Generation zu Generation vererbt. Außerdem hatte die Regierung der Familie, die den Henker stellte, erlaubt, das Malvenwappen der Tokugawa zu verwenden. Dadurch wurde in der Öffentlichkeit deutlich, dass die Enthauptung eines Landesfürsten nur von der Regierung vorgenommen werden konnte. Mein Fürst! Mein Fürst! Mein Fürst! Mein Fürst! Oh, mein Fürst! Oh. Wie die Entscheidung der Regierung auch ausgefallen ist. Ist es denn nötig, dass unser Fürst, der doch noch in so jugendlichem Alter steht... Wir werden euch bestimmt folgen. Das versprechen wir euch. Mein junger Fürst, wenn ihr nicht mehr da seid, wird unser Leben auch nichts mehr wert sein. Ich bitte euch, ihr alle, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen. Ihr dürft eure Haltung nicht verlieren. Gefasst müssen wir dem Tod unseres Fürsten beiwohnen. Die Zeit ist gekommen. Mein Fürst! Fürst Matsuchio, ihr braucht nur euren Fächer in die Hand zu nehmen und euch gelassen mit geschlossenen Augen auf den Bauch zu legen. Ihr müsst ganz ruhig bleiben. Habt ihr verstanden, was ich euch gesagt habe? Das ist die Haltung, die eines edlen Fürsten angemessen ist. Ihr seid ein wahrer Samurai, furchtlos und edel. Haus von Ogami. Seid gegrüßt, Herr. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Verzeih mir, dass ich nicht hinausgekommen bin. Oh nein, das macht gar nichts. Oh, das Kind schläft tief. Und du, Asami, wie geht es dir? Darfst du denn schon aufstehen? Ja, nur... Ich weiß nicht. Was hast du? Oh, du Guter. Ist etwas passiert? Oh nein, ich... Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um unser Kind. Was sagst du? Ich frage mich, ob er gesund groß wird. In der letzten Zeit habe ich jede Nacht Albträume, die mich schrecklich quälen. Ich denke, das sind die Seelen all der Menschen, die du enthauptet hast. Sie sind ohne Frieden. Die ruhelosen Seelen. Sie rufen mir mit schauderhafter Stimme Flüche zu.
Aus dem Blutteich oder vom Nadelberg in der Hölle. Aber das ist doch Unsinn. Du bist überanstrengt von der Geburt. Das ist ganz natürlich. Mach dir bitte keine unnötigen Sorgen. Sei ganz ruhig. Ja, aber... Schon gut, es ist alles in Ordnung. Oh, übrigens, heute ist unser Junge 7 Tage alt. Schon die ganze Zeit habe ich über einen Namen für ihn nachgedacht. Hör zu. Was hältst du von dem Namen Daigoro? Daigoro? So soll es sein. Freude, Ärger und Trauer. Angesichts all dieser menschlichen Gefühle soll ihn nichts auf dieser Welt betrüben. Tapfer und aufrichtig. So soll er dem Leben und dem Tod gegenübertreten. Daigoro bedeutet, große Erleuchtung, sein Weg sei erleuchtet. Und dieser Name drückt meinen Wunsch aus, dass er in jeder Lebenslage stark sein soll. Daigoro. Mein kleiner Daigoro. Und nun sei ganz ruhig, denn unser Söhnchen wird stark heranwachsen, auch wenn sein Schicksal hart werden sollte. Nicht wahr? Daigoro. Daigoro. Daigoro Ogami. Der toten Seele von Matsushio vom Ikoma-Clan. Ich verachte alle Menschen, die dieses Wappen tragen. Bis in die kommenden Generationen werde ich sie verfolgen und verfluchen. Ich hasse sie alle und mein Geist soll sie auf ewig heimsuchen. Asami!
Was ist geschehen? Asami! Asami! Daigo! 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 Du lebst, Daigo! Oh, Daigo, du bist am Leben! Deine Mutter hat dich sehr gut versteckt. Daigo! 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 Asami! Asami! Wer hat uns das angetan? Wer hat uns das angetan? Wer hat das der Familie Ogami angetan? Wer trägt die Schuld daran? Asami! Asami! Asami, hier ist dein Sohn. Das ist Daigo. Asami. Wer hat das getan? Niemals werde ich denen verzeihen. Bis ans Ende der Welt werde ich sie verfolgen. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich sie finde. Und meine Rache wird fürchterlich sein. Hier ist Yagyu Bizen. Ich komme zu euch in amtlichem Auftrag. Herr Yagyu, guten Tag. Ich weiß nicht, wer euch die Nachricht von diesem entsetzlichen Geschehen hat zukommen lassen. Nun, diesen Vorfall bedauern wir aufs Äußerste. Dennoch, ich erwarte in einer Sache Klärung von euch. 3 Samurai haben Harakiri begangen vor dem Haus der Yagyu. Sie haben eine Beschwerdeschrift hinterlassen. Wegen dieses Schreibens sind wir hier und verlangen eine Erklärung von euch. Eine Beschwerdeschrift hinterlassen? Höchstwahrscheinlich haben die Mitglieder des Ikoma-Clans, die in dieser Schrift genannt werden, eure Gemahlin und die anderen Familienmitglieder getötet. Des Ikoma-Clans? Ja, sehr richtig. Wir, die ehrenwerten Mitglieder des Ikoma-Clans, haben uns auf den Tod geschworen, Rache zu nehmen für das erlittene Unrecht. Rache für den Tod unseres Herrn, Matsuchio an dem Henker im Auftrag der Regierung, Ito Ogami und seiner Familie. Hierzu legen wir noch eine Beschwerde ein über die Familie Ogami. Denn dieser Ito Ogami hat seine Stellung als Regierungsbeauftragter missbraucht zu seinem persönlichen Eigennutz. Und damit noch nicht genug. Er hat auch die hochverehrte Shogun-Familie verflucht. Er ist ein Staatsfeind und Verräter. Was sagt ihr da? Der Beweis hierfür ist im Gebetsraum der Familie Ogami zu finden. Aus diesem Grunde wünschen wir, dass der Verräter seine verdiente Strafe erhält und für unseren bedauernswerten Fürsten Rache an der Familie Ogami geübt wird. Hiermit legen wir unsere Beschwerdeschrift der Öffentlichkeit dar und übernehmen die Verantwortung für unser Handeln, indem wir Harakiri begehen. Ihr seht also, für die Richtigkeit dieses Schreibens sind 3 Mitglieder mit ihrem Leben eingestanden. Und deswegen habe ich die Verpflichtung,
ich, Yagyu Bisen, als oberster Regierungsinspektor, die Angelegenheit sehr gründlich zu überprüfen. Und nun, mein Herr, führt mich zu eurem Familienaltar. Ich glaube nicht an diese Lügen, die ich da höre. Herr Yagyu, ihr glaubt wirklich den Worten der Leute, die meine Familie getötet haben? Und wollt nun in dieser Stunde unseren Familienaltar einer Untersuchung unterziehen? So ist es. Wenn euer Gewissen rein ist, Herr Ogami, dann braucht ihr diese Untersuchung nicht zu fürchten. Hören Sie, Herr Yagyu, der Altar ist ein Ort der Besinnung. Er ist die Ruhestätte der Seelen jener Fürsten, die nach dem Willen und im Auftrag der allerhöchsten Regierung dieses Landes hingerichtet worden sind. Täglich bete ich an diesem Altar für die Ruhe ihrer Seelen. Und nun frage ich euch, warum sollte ich an einem solchen Ort einen Beweis für einen Fluch über die Shogun-Familie verstecken? Diese Anschuldigung ist unerträglich. Deswegen ist es umso wichtiger, dies zu überprüfen. Wenn die Anschuldigung haltlos ist, muss die Obrigkeit die Lage neu überdenken. Doch auch in diesem Fall könnten euch Schwierigkeiten entstehen. Es ist auf jeden Fall günstiger, wenn ihr die Sache offiziell klären lasst. Deshalb sage ich, dass wir eine Überprüfung durchführen müssen. Also, führt mich zum Altar. Oh, was sehe ich hier? So viele Fürstenclans sind in all den Jahren entmachtet worden. Aber das ist doch... Nun, Herr Ogami, was erkennen Sie dort? Eine Ahnentafel der Familie des Shogun auf Ihrem Altar? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wie die hierher gekommen sind. Schweigt still! Welche Gebete habt ihr vor dieser Ahnentafel der Shogun gesprochen? Also, dann sind die Vorwürfe gegen euch durchaus berechtigt, die in dieser Beschwerdeschrift stehen. Nein, hört zu, Herr Yagyu. Wartet noch. Einen Augenblick. Die hat ganz sicher jemand dahingestellt, der mich reinlegen will. Es hat keinen Zweck mehr zu leugnen. Näheres untersuchen wir im Inspektionsamt. Ihr kommt jetzt mit. Herr Yagyu, ich bitte euch. Also los, führt Ito Ogami ab. Abführen, sage ich. Bitte hört jetzt gut zu. Wie habt ihr es wagen können, ein derartiges Spiel mit mir zu spielen? Ich wundere mich schon von Anfang an über euer Auftreten. Als wolltet ihr jemanden verhaften. Ich rieche Blut, das eure Kleidung durchdringt. Keine Widerrede mehr. Nehmt ihn fest. Jetzt erkenne ich es. Du hast es von Anfang an drauf angelegt, Yagyu. Oh ja, ich durchschaue dich. Dahinter steckt die Schattengarde der Yagyu. Der Yagyu? Verstell dich doch nicht! Drei Söhne gab es im Land der Munenori Yagyu. Jube, Mitsuyori, Munefuyu hießen die drei. Das ist die offizielle Linie der Yagyu, die Lehrmeisterfamilie der Shogun sozusagen. In Wahrheit gibt es noch einen unehelichen Sohn. Sein Name lautet Gisen. Sein zweiter Name ist Retsudo. Er ist der Oberste, der in jener Schattenwelt die Macht besitzt und alle Menschen quälen kann. Jetzt endlich habt ihr eure höllischen Reißzähne gezeigt. Um eure endlose Machtgier zu befriedigen, habt ihr alles Kuppel fallen lassen. Ihr habt meine Frau, meine Familie, meine Schüler, meine Diener und sogar meine Dienerinnen getötet. Ich, Ito, ich sage euch, ich werde euch niemals, niemals im Leben verzeihen! Tötet ihn! Wir töten ihn! Ja. Ja. Hinterher!
Im Wasser ist der Henker fast nicht zu schlagen. Da zeigt seine Suiyo-Schwerttechnik ihre volle Wirkung. Bizen, du bist ziemlich dumm. Sehr schlecht. Das wird ein Wellenschnitt in der Suiyo-Technik. Du bist Retsudo von der Schattengarde der Yagyu. Du hast alle möglichen Intrigen gesponnen und sehr viele Menschen hereingelegt. Nur darauf habt ihr euer Gedeihen und euren Erfolg aufgebaut. Ito Ogami. Höre, was ich dir sage. Wir leben von der Regierungsmacht. Und auch die Regierung ist in vielfältiger Weise abhängig von der Macht der Yagyu. Vergiss nicht, dass sie miteinander verbunden sind. Dein Schicksal ist bereits entschieden. Ich werde dir nicht länger zuhören, Retsudo. Lasst uns gegeneinander kämpfen. Sei still, du Narr. Deiner Schwerttechnik könnte ich entgegentreten, aber die offizielle Yagyu-Linie muss die Sache aus der Welt schaffen. Und zwar in Form eines direkten Regierungsauftrages. Retsudo! Du solltest schon mal deinen Hals waschen und dich allmählich auf deinen Tod vorbereiten. Retsudo! Ihr werdet meiner gnadenlosen Rache nicht entgehen. Niemals werde ich der höllischen Schattengarde der Yagyu verzeihen. Zur Hölle sollt ihr gehen, dorthin schicke ich euch alle, ihr Yagyu. Danach wurde das Haus der Familie Ogami versiegelt. Wie oft auch Beschwerde dagegen geführt wurde, niemals kam eine Anhörung zustande. So einflussreich war der Clan der Yagyu, besonders dessen Schattengarde. Seitdem ist fast ein ganzes Jahr vergangen. Daigo, bald werden die Inspektionsbeamten hier eintreffen. Ich bin dein Vater. Du verstehst es noch nicht. Weder meine Worte noch was geschieht. Aber du bist mein Sohn. In dir fließt das Blut der Familie Ogami. Mein Sohn. Und dieses Blut wird dir zeigen, welchen Weg du in deinem Leben einschlagen sollst. Es wird dich leiten.
Solange das Schicksal es mir erlaubt, werde ich dich auf diesem Weg begleiten. Sieh hier. Das hier ist dein Ball. Und hier steht das Henkersschwert, das in der Familie von Generation zu Generation vererbt wurde. Du hast die Wahl, Daigoro. Du musst dich entscheiden. Du ganz allein. Wähle nun zwischen diesem Ball und dem Henkersschwert. Entscheidest du dich für das Henkersschwert, wirst du mich auf meinem Weg als Auftragskiller begleiten. Wir werden Rache nehmen für das Unglück der Familie Ogami und wir werden die Schande, die uns von den Yagyu zugefügt wurde, tilgen. Wir verzichten auf unsere Wünsche und Sehnsüchte und begeben uns als Racheengel auf die Fahrt in die Hölle. Unser Weg wird ein blutiger Weg sein. Unsere Straße ist voller Massaker und kaltblütiger Auftragsmorde. Erst am Ende dieses Weges werfen wir die uns zugefügte Schande auf die Yagyu zurück. Aber du kannst dich natürlich auch für den Ball entscheiden. Vielleicht ist das sogar die bessere Wahl für dich. Du hast die Wahl. Wenn du den Ball nimmst, werde ich dich an einen weit entfernten Ort schicken, Daigoro. Ich schicke dich dorthin, wo auch deine Mutter jetzt weilt. Dort kannst du ruhig in den Armen deiner Mutter schlafen. Verstehst du, Ball oder Henkersschwert? Welches von beiden du auch wählst, es ist dein eigener Weg. Triff nun deine Wahl, Daigoro. Sei nicht ängstlich. Sei mutig und stark. Ball oder Henkersschwert? Kein Mensch auf der Welt kann dir diese Entscheidung abnehmen. Daigoro. Du hast dich für das Schwert entschieden, mein kleiner Sohn. Daigoro. Es wäre besser gewesen, wenn du zu deiner Mutter hättest gehen können. Aber du scheinst deinen Vater auf seinem Weg begleiten zu wollen. Du bist mein Sohn und vollendest das Werk deines Vaters. Als Auftragskiller. Daigoro. Der Auftragskiller und das Kind. Das ist unser gemeinsamer Weg. Niemand auf der Welt kann uns trennen. Wir sind füreinander da. Regierungsbeamter Herr Ito Ogami, obwohl ihr als Henker im Auftrag der Regierung eine wichtige Stellung einnehmt, habt ihr euch eine schwerwiegende Verfehlung zu Schulden kommen lassen. Aus diesem Grund verkünden wir eure sofortige Entlassung aus dem Amt, die Entehrung eurer Familie und den Befehl zum Harakiri für euch und euren Sohn Daigoro. An eurer Kleidung sehe ich, ihr seid bereit zum Harakiri, was eure Ehrenhaftigkeit zeigt. Solche Haltung ist würdig des im ganzen Land berühmten Henkers. Eure Bereitschaft ist hoch zu schätzen. Wieso lacht ihr? Dieses Gewand hat eine andere Bedeutung. Wir haben es nicht für unser Harakiri angelegt. Es ist das Gewand für unsere Feier. Denn wir haben uns dafür entschieden, dass wir uns fortan unseren Weg durch die Hölle suchen. Was sagt ihr? Frechheit! Ihr widersprecht dem Gebot der allerhöchsten Stelle! Wir, die wir auf Erden schon in der Hölle leben, sind keine normalen Menschen. Für uns ist ein Gebot von allerhöchster Stelle nur lächerlich. Beschuldigter, seid ihr verrückt geworden! Tretet an! Ito Ogami ist verrückt geworden! Los, kämpft! Ihr seid ja ein Verrückter, euch diesem hochehrwürdigen Befehl zu widersetzen. Tötet ihn! Tötet ihn! Ha! Wie wollt ihr mich töten, so miserabel, wie ihr das Schwert führt?
Ich bin unbesiegbar. Ihr werdet schon sehen. Tötet ihn endlich. Was macht ihr denn? Ihr sollt ihn töten. So zu sterben. Wollt ihr unbedingt auf dem kürzesten Weg in die Hölle fahren? Nun, Ito Ogami, folge der höchsten Anordnung. Folge ihr und begehe endlich Harakiri. Wenn du es nicht tust, wirst du gegen uns kämpfen müssen. Und sogar mit deiner Technik der Suyo-Schule kannst du die Mauer unserer Schwerter nicht durchbrechen. Nicht wahr sein. Ja, sieh genau her, Retsudo. Unter diesem Wappen der Malwa habe ich 27 Jahre lang gedient, aber du mehr als 60 Jahre lang. Wir alle haben unter diesem Wappen gelebt, Retsudo. Und wir haben der Regierung in Treue gedient. Ist es nicht so? Was willst du nun unternehmen? Kannst du dieses Wappen zerschneiden? Bringst du mich etwa um? Wenn ja, tust du dies der Shogun-Familie an. Versuch es nur. Doch du wirst bald sehen, dass du den größten Fehler deines Lebens begehst. Warte, warte noch. Ito Ogami, leg den Kimono mit dem Wappen ab. Wenn du ihn ausgezogen hast, wird sich der Killer im Auftrag der Yagyu dir, dem ehemaligen Henker der Regierung, zum Duell stellen. Das ist doch dein Wunsch, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder? Wenn du uns besiegen kannst, wird keine deiner Taten geahndet werden, was immer du auch anstellen magst. Außerhalb von Edo bist du freigestellt von jeglicher Schuld, ebenso wie dein Sohn. Hört doch, Herr Yagyu, ihr dürft die Verkündung von allerhöchster Stelle nicht einfach nach eigenem Gutdünken verändern. Haltet euren Mund! Ich werde dem Shogun persönlich darüber Bescheid geben. Wenn der Kimono mit dem Wappen weiterhin missbraucht und dies in der Öffentlichkeit verbreitet wird, verletzt das eher die Würde der Shogun-Familie. Wie ist es nun, Ito? Willst du unser aufrichtiges Angebot zum Duell annehmen? Wer ist mein Gegner? Du bist mein größter Feind, denn du hast meinen Vetter Bisen getötet. Ich, Kurando, nehme für meinen Clan Rache an dir. So soll es sein. Kurando ist neben seinem Bruder Gumbe, der gerade auf einer Reise ist, einer der besten Kämpfer der Yagyu. Es ist ihm eine glänzende Zukunft als Lehrmeister des Shogun versprochen worden. Was sagst du dazu? Der große Lehrmeister der Shogun-Familie ist dazu bereit, gegen dich im Duell anzutreten. Nimmst du das Angebot von mir, Retsudo, an? Gib mir eine Antwort. Nun gut. Ich, Ito Ogami, bin bereit zu einem Duell und nehme dein aufrichtiges Angebot an. Kurando Yagyu trägt die Abendsonne auf seinem Rücken. Ito Ogami trägt das Kind. Wir beide tragen vielleicht die gleiche Last, aber dennoch ist dieser Kampf bereits längst entschieden.
Ito, willst du nicht um Verzeihung bitten? Auch wenn unsere Fähigkeiten in der Kampftechnik gleich stark sein sollten. So hängt der Sieg auch von der Kampfstellung und den Naturgesetzen ab. Das sind die Grundprinzipien jeder Strategie. Du willst doch kämpfen. Du armer Irre, ich bedauere dich. Mitsamt deinem Kind wirst du zur Hölle fahren. Und genau dorthin werde ich dich schicken. Gehen wir, Daigoro. Wir sind auf dem Weg in die Hölle und wir fürchten sie nicht. Wenn wir über einen Berg von Leichen gehen müssen. Retsudo, war das eine Lüge mit dem aufrichtigen Duell? Jetzt erkenne ich das wahre Gesicht der Yagyu. Ihr seid bloß ein Haufen von Attentätern. Eure Methoden sind feige und dafür werde ich euch eine Lehre erteilen. Los, tötet ihn! Nun, was ist Retsudo? Ito. Egal, wohin du gehst. Die Yagyu werden dich bis ans Ende der Welt verfolgen. So sind die Yagyu. So ist der Geist der Auftragskiller des Yagyu-Clans. Retsudo, siehst du? Ich bitte euch nun also, das zu tun, was wir vorhin besprochen haben. Ihr könnt Herrn Hota beruhigen. Es ist alles in Ordnung. Sagt ihm, ich habe seinen Auftrag angenommen. Ich habe schon davon gehört. Ja, in dem Wagen ist tatsächlich ein Kind von ungefähr 3 Jahren. Das sollten wir uns ansehen. Das hier ist Ito Ogami. Warte. Ob er vielleicht getötet worden ist? Passt auf, überprüft es lieber. Niederträchtig. Ich dachte, dass solche Methoden die Spezialität der Yagyu sind. Hey, was ist? Was hast du gesagt? Wisst ihr, warum ich hier auf euch gewartet habe? Ich will es euch gern verraten. Ich erzähle es euch als Geschenk für die Reise ins Jenseits. Ich habe den Auftrag bekommen, euch zu erwarten. Und zwar von Herrn Masanobu Hota, dessen Kopf ihr wollt. Woher weißt du das? Ich erzähle dir auch etwas. Als Geschenk für deine Reise ins Totenreich. Ich war derjenige, der deine Frau getötet hat. Ito Ogami. Hier ist eine Kampftechnik der Yagyu. Speziell für Attentate entwickelt. Du
sollst es tun! Stirb! Vor dem Wolf und seinem Kind, die dazu verdammt sind, in der Hölle zu leben, liegt ein unendlich weiter Weg, der Weg des Auftragskillers.